Das Auto eines Mannes aus der Gemeinde Kahlefeld ist am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr aufgebrannt. Der Fahrer war mit seinem Fahrzeug von Fürst in Richtung Westerhof unterwegs, als der BMW in dem Waldstück Feuer fing. Die alarmierten Feuerwehren aus Fürste, Westerhof und Echte konnten die Flammen unter Atemschutz zwar schnell löschen, das Auto erlitt bei dem Brand allerdings hohen Schaden, verletzt wurde jedoch niemand. Als Brandursache nennt die Polizei einen technischen Defekt, die genaue Schadenshöhe wurde von den Beamten noch nicht beziffert. Während der Löscharbeiten war die Straße in beiden Richtungen vollgesperrt, Autofahrer mussten deshalb weite Umwege in Kauf nehmen, da auch das Physikental durch Bauarbeiten gesperrt ist.